Und hat er gesagt, wo der Zaster steckt? Ich will dich ungern umlegen müssen. Ganz ruhig, Mickey. Tote Mädchen reden nicht. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play 1954 Alcatraz. Jetzt sind wir draußen, aber nicht mit Joe, sondern mit der guten Christine. Und dieser kleine Spinner im Anzug ist wahrscheinlich Mickey. Und jetzt müssen wir uns mal ernsthaft mit dem unterhalten. Willkommen zurück, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir tun erstmal hart. Knall mich ab und du siehst keinen Cent. Hör dir die kleine Gangsterbraut an. Niedlich. Niedlich. Okay, Joe sagt, er würde dich lieber umlegen, statt zu reden. Nee, machen wir nicht. Mickey, ich weiß noch nicht einmal, wo ich anfangen soll. Können wir kurz ohne den Schrank sprechen? Können wir kurz ohne den Schrank sprechen? Ist nicht drin. Ich werde deinen Boss schon nicht umbringen. Ich bin unbewaffnet. Mickey, ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Ich weiß noch nicht einmal, wo ich anfangen soll. Mach Druck auf deine Vermieterin. Sie steckt in der ganzen Sache drin. Mich würde jetzt nur interessieren, was du weißt. Woher wusstest du, dass er ein falsches Spiel mit mir treibt? Ein gewisser Schriftsteller meinte, Joe hätte ihm einen Schlüssel anvertraut. Ein Schriftsteller? Jeder hier glaubt, er ist ein Schriftsteller. Welchen meinst du? Unwichtig. Versuch mehr rauszufinden. Wir treffen uns dann im Club. Verschwinde, Mickey. Wie könnte ich, Baby? Du bist der Schlüssel zu meinen Träumen. Geh und finde mein Geld. In Ordnung. Hand drauf. Nein! Finger weg! Das war einer. Nein, Finger weg! Guck mal durchs Fernrohr, schau mal auf Alcatraz. Die Blende offen geblieben. Sieht näher aus, als es ist. Das macht Alcatraz. Mich echt fertig. Tja, das glaube ich dir. Ah, können wir die auch so rumlaufen, ist ja cool. Keine Ahnung, was Touristen an diesem Felsen finden. Wenn sie jetzt wisst, im Jahr 2015 reisen da täglich Leute hin und gucken sich hier um. Und gucken sich das alte Gefängnis an. Gute Nacht, Baby. Ach, verdammt. Warum vermisse ich ihn nur so sehr? Liebe? Hat die sowas im Inventar vielleicht? Was hat die hier? Brief des Gefängnisdirektors? Eine olle Haarnadel. Was ist in dem Brief? Kann ich den lesen? Wenn ich das verliere, wird's Monate dauern, bis ich eine neue Besuchserlaubnis bekomme. Okay, das ist die Besuchererlaubnis. Okay, dann tun wir die mal wieder ins Inventar. Zurück. Wir können auch switchen. Okay. North Beach. Können wir ja auch noch gucken. Und die Hilfe können wir ja nutzen, wenn sie dafür da ist, ne? Hammer, Hammer, Hammer. Okay, aber ich würde es ein bisschen lieber eigentlich nicht nehmen, damit ich ein bisschen mehr Herausforderungen habe. Aber manchmal kann man ja dann trotzdem drauf gucken. Ich weiß nicht, das ist ja keine Schwierigkeitsgrade. Also das ist ja gewollt, dass man hier auch mal nachgucken kann. Das ist der Flyer zu meiner Party. Ich bin die Letzte, die einen braucht. Okay. Dann gehen wir mal North Beach. Eine Party feiert also die Kleine. Oh, das sieht ja hier krass aus. Hier ist ein Klo. Mein Apartment. Wenn ich sie berühre, geht sie nur wieder aus. Gehen wir ins Apartment. Und ist eine Party bei ihr oder was? Hallo? Oh, Mist. Das Schloss wurde schon wieder aufgebrochen. Entweder war jemand drin, oder er ist es noch immer. Oh, oh. Verdammt! Alter, wie sieht's denn hier jemand aus? Jemand hat unsere Wohnung auseinandergenommen. Es sieht hier nicht immer so aus. Muss es sich von Zuschauern nochmal rechtfertigen, sieht hier nicht immer so aus. Klavier! Hoffentlich dauert das jetzt nicht zu lange. Puh. Schon viel besser. Ich hoffe, Joe geht es gut. Er hat mir echt die ganze Zeit nichts von dem Geld erzählt. Jetzt könnte er draufgehen, um mich vor Mickey zu beschützen. Ich muss Joe beim Ausbruch helfen. Und ich muss die Beute finden. Joe sagte irgendwas über einen Plan und unseren Globus. Und über Mexiko und Hawaii. Unsere beiden Fluchtziele. Oh. Ah. Wow. Das ist aber ganz einfach. Das hat sie nie vorher entdeckt. Die hat sich nie den Globus anguckt. Ein gefaltetes Blatt Papier. Und das Riesenloch gesehen, ne? Glücklicherweise haben Mickey und seine Schläger die Notiz nicht gefunden.
Ja, so ein Globus ist ein krasses Versteck. Einmal was reintun, rumdrehen und alles ist safe, ne? Ich habe kurz überlegt, ob ich das gut finde, dass wir das Christine alles erzählt haben, die Wahrheit in der letzten Folge, aber ich glaube schon, weil sie liebt uns so sehr, dass sie uns auf jeden Fall helfen möchte. Und natürlich geht es auch um ihr eigenes Leben. Ich habe bloß Angst, dass sie uns am Ende vielleicht ein bisschen verarscht, aber keine Ahnung, ich kenne ja die Story nicht. Aber es geht ja um viel Geld und bei viel Geld wissen wir mal aus Filmen, da wird dann gerne mal auch Abstrich gemacht, ne? Aber ich habe die Nachricht bereits gefunden. War nicht noch irgendwas anderes? Okay, was haben wir hier? Es Foto? Es ist zu groß, um es mit mir herumzuschleppen. Ja, ich will mir trotzdem alles mal angucken in deiner Bude. Ich meinte das Foto, nicht dich, Carter. Der heißt ja nicht Carter. Du musst dich nicht um dein Gewicht sorgen. Können wir die Katze ärgern? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Jetzt stellt euch mal vor, so ein Beat so. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Okay, tut mir leid. Musik vielleicht? Die hat bestimmt ich Jazz. Ich habe ihn so gut ich konnte repariert. Aber? Nichts aber, okay. Okay, Telefon. Ich muss meinen Kopf schon alleine aus der Schlinge ziehen. Okay, was haben wir denn in den Schubfächern hier drin? Oh, eine weitere Haarklammer. Das ist, die können wir doch wenigstens einstecken. Haben wir die jetzt mit hier drin dann? Okay, das ist vielleicht gut, die können wir bestimmt gebrauchen, wenn wir mal irgendwas aufmachen müssen. Ich kann in meinen alten Klamotten keine neuen Hinweise finden. Was ist in Nur dem Sack? Diese alte Streichholzschachtel. Eine Fachtel! Okay, die können wir vielleicht später auch gebrauchen. Ordentlich equipped. Nein, nicht rausgehen, nicht rausgehen! Nein, ich wollte doch mal rein! Praline, bleib hier! Ich wollte noch gar nicht rausgehen. Ich muss rausfinden, wo Joe die Beute versteckt hat. Okay, jetzt können wir die ganze Zeit immer wieder switchen zwischen Joe und Christine. Ab jetzt sozusagen. Und jetzt haben wir auch eine kleine Map hier. Hier ist ein Café in... Café Napoli. Okay, habe ich richtig gelesen. Christines Apartment. Viv's Apartment, die kennen wir noch gar nicht. Mickey, St. Peters und Paul Kirche. Okay. Was haben wir hier? Alcatraz Pier und da können wir rüberfahren nach Alcatraz. Ich würde aber noch mal ganz kurz zu Christines Apartment gehen, weil ich habe noch nicht alles mir angeguckt. Dass man vielleicht noch mal guckt, was in diesem Sack hier war. In dem Wäschesack. Für Wäsche habe ich nie Zeit. Und noch irgendwas in der Lampe? Mal sehen. Da ist doch was drin. Ein Inhalator steckt noch drin. Siehst du, den kann man nämlich auch noch nutzen. Okay, hier haben wir die Socken, haben wir schon uns angeguckt. Telefon haben wir. Was ist das? Berge vom Post? Vielleicht was Interessantes? Hab ich Hinweise? Schon. In den Platten? Wir haben für unsere Sammlung Jahre gebraucht. Platte nimmt sie mit. Okay. Mal schauen, wofür wir das alles noch brauchen. Für irgendwas werden wir es brauchen. Alte, okay, was ist das Magazin? Oh, ich würde liebend gerne versacken und nur noch lesen. Aber ich muss die Beute finden. Bevor Mickey es tut. Okay. Ich kann keine Hinweise finden. Okay, was haben wir hier noch? Alte Bilder? Ich habe nie Zeit, sie richtig aufzuhängen. Papier. Flyer für meine Poetry Party. Okay, die kommt noch, Poetry Party. Ich kenne noch Poetry Slam. Weit und breit keine versteckten Geheimnisse. Ich hoffe, sie funktioniert noch. Ende des Monats müssen wir unser Magazin drucken. Okay. Also dieses hier habe ich jetzt festgelegt. Jetzt sehen wir ja alles, was es hier so gibt. Das lasse ich jetzt ab sofort weg. Einfach nur, damit es ein bisschen spannender gestaltet ist, das ganze Spiel. Dass ich nicht alles... Die Katze dreht sich da auf der Schallplatte. Wie geil. Nee, einfach, dass es ein bisschen spannender ist. Und dass ich das jetzt hier nicht alles so, schon im Vorfeld gelöst, gezeigt bekomme. Das finde ich ein bisschen langweilig. Also lasse ich das ab sofort weg. Außer wenn es wirklich mal so kritisch wird, dass ich überhaupt keinen Plan mehr habe. Dann würde ich es... machen, ansonsten probier es weitestgehend einfach mal wegzulassen, so dass wir halt nicht mit einer kleinen Hilfe arbeiten, auch wenn es vom Spiel so wie es ist auch gewünscht sein könnte, aber ich finde es ein bisschen zu boring, ne? Es ist zu groß, um es mit mir herumzuschleppen. Okay, ich habe jetzt hier schon nicht drauf geguckt. Nicht dich, Carter. Okay, aber jetzt du musst dich nicht um dein Gewicht sorgen. Hatten wir alles, wir haben das alles, das Druckerpresse, ist hier noch was, das Platte, Plattenspieler. Telefon, die Katze dreht sich, wunderschön. Feuerleiter. Vielleicht draußen noch was. Und auf Toilette konnten wir ja auch, da sind wir aber nicht hingekommen. Hey, Muffin!
Geh zurück zu deiner Frau, Dale. Lass mich rein, es ist kalt. Na gut, aber nur ein Drink. Ich sag doch, die Weiber! Und eine Zigarette. Dale, du bist ganz hier raufgeklettert, nur für einen Flirt? Das ist ganz schön verrückt. Ich habe einen Kerl. Ich habe einen Ehemann. Du bist alt und vertrocknet, wenn er rauskommt. Spar dir das Gerede. Das höre ich ständig. Du wirst auch nicht jünger. Und du verschwendest deine Zeit. Lass uns zusammen abhauen. Lass uns zusammen ein Theaterstück schreiben. Zauber oder was? Ich bin vergeben und glücklich. Lass uns wenigstens ein bisschen Velo durchziehen. Dann kriege ich wieder den Kopf frei. Hast du noch was da? Sorry, aber find jemand anders, der dir gibt, was du gerade brauchst. Wie wär's zum Beispiel mit deiner Frau? Sie spricht nicht mehr mit mir. Ich hab's einer Nutte auf dem Dachboden besorgt. Und die Kinder haben sie gesehen. Mann, hat die mir eine Szene gemacht. Ja, wenn du logisch, noch eine schlimme Szene suchst, dann hau lieber ab. Geh joggen, Alter, wenn du den Kopf frei kriegen möchtest. Assi. Hey, Mister? Sick. Deine Schreibmaschine ist zu laut. Lucky Lager. Das beste Wegbier der Stadt. Ich hoffe, es platzt nicht in meiner Tasche. Die hat auch eine Weghülse, sozusagen, immer mal. Kissen. Ich lasse sie hier. Mein Zimmer ist schon voll genug. Was schüttelt jetzt an den Nachbarn? Hey, Mister? Seine Schreibmaschine ist zu laut. Na, was schüttelt das denn also? Okay. Genau, aufs Dach. Interessant. Wackelige Konstruktion. Das sieht nicht besonders stabil aus. Ich will nicht, dass es einkracht. Musik ist cool. Es würde wahrscheinlich einstürzen und irgendeinen armen Penner platt machen. Können wir noch rüberlaufen, oder was? Krass. Gucken, wo wir unsere Items nutzen können. Okay, hier haben wir alles. Feuerleiter runter. Was ist... Telefonmast. Lauf mal kurz rüber nochmal, Praline. Ich könnte auf den Mast klettern. Aber Detective Grassy würde mich sehen. Okay, dann geh mal rüber auf das andere Dach. Warum auch immer, was ich mir dazu finden. Ich bräuchte vorstelle. Schon einen echt guten Grund, um über die Planke da zu gehen. Gibt es da vielleicht einen Grund? Gibt aber keinen. Vielleicht noch mal. Ich bräuchte schon einen echt guten Grund, um über die Planke da zu gehen. Sie will nicht. Gibt es denn hier drüben vielleicht einen Grund zu erhaschen? Nein, ist bloß Dach des Nachbarhauses. Vielleicht später im Spiel noch. Dann würde ich mal wieder runtergehen. Und ich glaube, wir haben alles. Und wenn wir aus dem Apartment rausgehen, können wir nicht nochmal auf Toilette, ne? Da müssen wir dann, das konnten wir bloß vor uns machen. Wir konnten dann direkt schon wieder auf die Map, ne? Schade, wie es auch ist. Aber egal, dann machen wir das vielleicht später. Also hier habe ich jetzt alles. Also wenn ich jetzt rauskomme, komme ich bloß noch auf Beach. Komme nicht nochmal ins Treppenhaus, ne? Ah, jetzt komme ich wieder auf die Map. Okay. Hilfe ausblenden. So, jetzt könnten wir schon wechseln. Ich würde sagen, ich habe jetzt hier keinerlei Idee. Oder habe ich jetzt was verpasst? Wäre cool, wenn man sich Hinweise nochmal irgendwie reinziehen könnte. Das ist das, was sie gesammelt hat. Das sind Joes Hinweise. Das wird Menüeinstellung sein. Ich glaube, ich habe jetzt keinerlei Hinweise, wo ich hin kann. Cousins Apartment war mir jetzt. Liv's Apartment, whatever. Das ist der Mickeys Ding. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, die Kirche und das Café Napoli. Und wir könnten hier am Pier. Ich würde mal wieder zu Joe wechseln, um zu gucken. Weil wir wollten ja auf dem Hof nochmal mit dem alten Hank reden. Wegen unserem Ausbruch. Dass wir vielleicht erstmal gucken, wie hat er den Ausbruch geplant. Und an anderer Stelle mit Christine von draußen dann das Ganze weiter zu unterstützen. Und deswegen werden wir jetzt mal switchen und schauen, was im Knast weiter passiert. Wie zur Hölle soll ich bis zum Ende des Monats hier raus sein? Ich hoffe, wir entscheiden uns immer richtig.
Du schuldest mir was, du Bastard. Meine Frau will sich scheiden lassen. Entspann dich, Kumpel. Wir müssen alle noch sehr lange miteinander klarkommen. Wenn ich dir etwas schulde, dann haben wir genug Zeit, das zu klären. Ich zahle meine Schulden. Wo soll ich schon hin? Nur einer von uns wird diese Insel lebend verlassen. Ich reiß dir den Kopf ab! Ach, scheiße. Das war's. Ihr kommt ins Loch, alle beide. Was? Warum? Was ist das für ein Assi? Hey, ist da jemand? Wer ist da? Ich bin's, Joe. Hier spricht der Lizard. Hältst du durch? In meinem Kopf gehe ich diese Insel Schritt für Schritt ab. Ich finde einen Weg. Bis alle flüchten wollen. Können wir uns achten, wie oft überprüfen sie die Isolationszellen? Ne? Das Loch sind ja diese Einzelhaftzellen hier. Wie oft überprüfen sie die Isolationszellen? Alle 2 bis 3 Stunden. Genau wie überall sonst. Ah, du willst hier weg? Vielleicht. Wirf deinen persönlichen Kram ins Wasser und warte, bis er irgendwo angespült wird. Fotos und so. Sie werden denken, du bist ertrunken. Ich find's mega spannend, das Spiel, auch wenn es bloß Point-Click ist. Aber geile Story bis jetzt, mega spannend. Was machst du, wenn sie Kopf für Kopf durchzählen? Ich schneide meinen ab. Leg ihn aufs Kissen. Okay. Wie komme ich an den Wachtürmen vorbei? Finde heraus, wer Schicht hat und ob er Familie auf der Insel hat. Dann nimm seine Frau als Geisel. Keine Partner. Ich zieh das allein durch. Das Schwimmen ist gefährlich. Ist das Schwimmen gefährlich? Nimm dich vor dem Geist von Alcatraz in Acht. Du glaubst an Geister? Ich habe ihn selbst gesehen, einen Soldaten mit Knaststreifen. Er wird versuchen, dich zu erwürgen. Bestimmt. Ich glaube, der ist schon ziemlich lange in der Isolationshaft. Lass dich nicht kleinkriegen. Mal sehen. Was haben wir denn in der Metallplatte drin? Was war denn das? Fest verbaut. Achso. Geh mal ein Stück zur Seite. Gitter, Gitter. Hier ist auch ein Gitter. Hallo. Ist jemand da unten? Scheint gerade niemand da zu sein. Was haben wir denn hier? Die Lüftung. Ich möchte sie nicht kaputt machen. Sie zieht die schlechte Luft raus. Der ganze Raum stinkt nach Schweiß und Urin. Boah, ranzig. Scheiße. Okay. Hey, Mr. Mason. Ja. Wie lange sitze ich hier fest? Wissen Sie schon was von dem Streik? Es wird bald einen Aufstand geben. Tut mir leid wegen dem Ärger. Ich war nur wütend wegen meiner Frau. Wie lange sitze ich hier fest? Ich weiß nicht, Joe. Vielleicht kommst du auch nie wieder raus. Tut mir leid wegen dem Ärger. Ich war nur so wütend wegen meiner Frau. Ja, ich weiß. Ich hab's mitbekommen. Na, dann ist es doch scheiße, Mensch. Scheint ja ein ziemlich, netter Aufseher zu der Zeit. Die waren alle ziemlich bitter drauf. Aber die scheinen sich ja ein bisschen wenigstens zu verstehen. Es war ein Missverständnis. Natürlich will ich arbeiten. Je nachdem, was der Direktor sagt. Vielleicht kann Christine helfen. Ja, Hilfe brauche ich nicht. Ich dachte mir schon, dass ich jetzt zu Christine wechseln kann, um da irgendwie was zu drehen. Ich finde das blöd, warum die Hilfe, so massive Hilfestellungen hier gemacht werden. Schon allein mit dem hier und dann halt da, ja. Aber ich kann das, glaube ich, auch gar nicht umstellen. Ich gucke dann mal nächste Folge, ob ich das ausstellen kann, dass wir wirklich komplett mal auf uns gestellt sind.
Ich probiere nochmal mit dem Zug. Ich komme hier nur raus, wenn Mason eine Genehmigung vom Gefängnisdirektor bekommt. Warum wollt ihr ihn jetzt verarschen? Was heißt verarschen? Warum wollt ihr jetzt, so mit dem Aufstand und so? Ich hab das gar nicht verstanden. Ich wusste gar nicht vom Aufstand. Ich wollte jetzt lieber ehrlich ziehen, weil manchmal zählt das vielleicht auch nicht. Aber wir wechseln tatsächlich wieder zu Christine. Inwiefern die jetzt helfen kann, wenn er im Loch sitzt? Sie könnte höchstens zum Alcatraz-Pier, könnten wir ja wechseln. Vielleicht kann die dann irgendwas mit dem Direktor absprechen oder so. Ich weiß es nicht. Ich friere. Hoffentlich fahren wir als erstes in die Tropen. Kannst du hier rüber? Gute Nacht, Baby. Ah, die ist jetzt immer noch hier am Abend. Wie ich ihn vermisse. Ja, ist aber schon vor uns geklärt, wie du ihn vermisst. Altes Lagerhaus? Darin ist nichts, was ich gebrauchen könnte. Fischerboote. Gute Idee. Sobald Joe soweit ist, kann ich eins der Boote klauen. Irgendwann. Sieht so ein Leben auf der Flucht aus? Okay, also hier kann sie nichts machen am Pier. Was hat sie denn alles? Die hat doch Valo. Die hat das. Gibt's doch gar nicht. Lagerbier. Brief des Gefängnisdirektors. Aber das kann ich jetzt ja nicht. Ich will den ja besuchen. Ich kann nicht rüber, okay. Gute Nacht, Baby. Ja, wir haben es schon gerade schon. Oh Gott. Dann gehen wir nochmal kurz auf die Map. Hallo? Map? North Beach. Tja, dann werde ich erstmal mit Christine weiter spielen, ganz normal. Und mal gucken, was man machen kann. Wo gehe ich hin? Mickey's, da gehe ich auf keinen Fall hin. Viv's Apartment. Ich klapper einfach mal alles ab. Und gehe zuerst zu Viv's Apartment. Mochte Joe. Vielleicht weiß sie etwas über die Beute. Viv? Ich hoffe, sie ist nicht tot. Sie wohnt da oben ganz allein. Aber ich glaube, ich wäre in dieselbe Situation gekommen, wenn ich von uns auf dem Gefängnishof den auch einen reingehauen hätte, dann wäre das genauso ausgegangen. Da hätten wir uns geschlagen, wären ins Loch gekommen, ich habe mich halt freundlich gestellt und er hat mich trotzdem geschlagen. Also von daher war es wahrscheinlich schon so gedacht, dass wir jetzt im Loch sitzen. Gehe ich mal stark von aus. Jetzt sitzen wir im Loch und brauchen Christines Hilfe. Wir können aber jetzt nicht viel machen. Das heißt, ich würde jetzt erstmal mit Christine definitiv erstmal so weiterspielen, bis ich irgendwie einen Hinweis dazu finde, wie ich das Ganze lösen kann. Ich gucke mich erstmal hier ein bisschen dem hier ist alles Apartment schon geputzt um. Für morgen. Für die Party. Oder was? Das ist hier dein Speiseplan. Was sieht denn heute Abend besonders gut aus? Was wir alles haben. Mal gucken, wie wir das alles noch nutzen können. Hier ist nur gehen. Die Küche. Gehen wir in die Küche. Schade, Sie sind schon weg. Die Köche hier sind der Hammer. Die verscheißern mich immer, wenn ich eine Bestellung durcheinander bringe. Ach, Stäbchen. Gabeln sind mir lieber. Weil du es nicht kannst. Das ist Aufgabe des Lieferservice. Das ist Aufgabe des Lieferservice. Mit mal französischen Hut. Sie sind bereits leer. Kann ich denn nur noch ans Essen denken? Ich weiß doch überhaupt gar nicht, was ich jetzt suchen soll. Nur hungrig. Ich kann kein Chinesisch lesen. Ja. Was ist das? Wachs auf dem Herd, gut. Ich könnte wirklich etwas Suppe gebrauchen. Fehlt eigentlich nur noch eine Kelle. Ja, jetzt haben wir ja Wimmelbild. Such eine Kelle. Kelle. Könnte noch nützlich werden. Du willst was essen? Fehlt eigentlich nur noch eine Kelle. Attention.
Hallo? Ich dachte, du willst was essen. Kelle! Hier! Kannst du dir was machen? Geht doch. Was? Jetzt ist der Topf leer. Hat die sich jetzt einen Suppentopf in die Tasche gesteckt? Wolltest du was essen? Wolltest du hier nicht... Wolltest du nicht... Ja, und dann... Wolltest du doch eigentlich konsumieren. Aber steht's wieder im Inventar? Ja. Ich kann kein Chinesisch ja, lesen. Ja, haben wir schon geklärt. Enten. Finger weg von den Enten. Finger weg von den Enten. Das bringen uns unsere Eltern schon in frühester Kindheit bei. Ne? Kennt jeder von euch? Finger weg von den Enten. Ich kann nicht wirklich kochen. Ach, vielleicht kann ich das auf unserer Flucht nachholen. Was ist denn das? Sehe ich nicht. Restaurant will ich noch nicht. Ist aber hier noch irgendwas versteckt? Dampfkocher? Überhitzte Töpfe haben wir auch schon. Hab ich was übersehen? Sojasauce. Mhm. Auf Ex? Nein, danke. Ich hab nie gesagt, dass du auf Ex trinken sollst. Schublade für Kräuter. Das Gefühl, ich habe noch was übersehen. Aber habe ich nicht wahrscheinlich. Enten. Finger weg von den Enten. Okay, dann gehen wir mal wieder rüber. Und gucken mal, ob hier oben hier noch jemand ist. Die Treppe hoch. Hier haben wir ja auch alles jetzt. Hier ist noch ein Bild, okay. Lampenschirm. Der würde gar nicht in mein Apartment passen. Ja, das so wie das aussieht, ist hier da wirklich kein Platz. Wir gehen mal hoch. Nach oben. Vielleicht ist da jemand hier. Boah, hier sieht's aus. Gummihandschuhe, die können wir voll mit Tinte. Dann wasch sie ab. Ach, Vivian, die schläft hier. Guckt mal. Hier. Kann man in der Nase puppeln beim Pennen. Das muss ich überlegen. Ihr kommt zu einem Kumpel zu Besuch, ja, und der pennt und wo, es macht ihr, ja, nimmt die Schubladen, nimmt da euch was Zeug raus und so. Was haben wir da jetzt aufgesammelt? Zuckerplatten. Ach, was wir alles schon an Items haben, ich weiß gar nicht, wofür wir die nutzen sollen. Zu schwer zum Herumschleppen. Ich hab nicht die Zeit, fremde Wohnungen zu putzen. Leerer Topf. Gummihandschuhe. Heiße Werbung? Die hängt da ganz gut. Okay. Außer Fotos. Es könnte niemand etwas damit anfangen. Okay. Lampe? Kein Platz, um da etwas zu verstecken. Ja, ich suche trotzdem alles, meine Kleine. Was ist das für mitgenommenes Radio? Nicht den Regler berühren. Viv darf auf keinen Fall ihre Krimis verpassen. So also, wie es aussieht, müssen sie sehr spannend sein, die Krimis. Chinesische ich würde Zeitung. Kein Wort verstehen. Willst du Chinesisch lernen? Oh. Du hättest Joe welche schicken sollen. Er hat alle Zeit der Welt. Ich hoffe, ich lebe noch lange genug, um das nächste Blatt zu sehen. Okay. Viv. Viv? Alles in Ordnung? Meine Stimme. Halsschmerzen. Kannst du mir etwas Suppe geben? Na, aber natürlich kann ich das. Natürlich, danke. Ich fühle mich zu schwach auf den Beinen. Hab die Nacht durchgetanzt. Was für eine Suppe möchtest du? Ah, heiße Suppe mit Wintermelone. Alles da. Hier. Hier für dich. Heiße Suppe. Heiße Suppe. Da fehlt noch Wintermelone. Verdammt! Ich wusste, es klappt nicht. Gut, dann gehen wir zurück in die Küche und holen dir Wintermelone. Wintermelone? Hätte nicht eine Tomatensuppe gereicht? Noch Ansprüche stellen hier? Na gut, die hat ja eine Küche. Ist ja alles da. Und wo krieg ich jetzt diese Wintermelone her? Ein Gewürzschrank hinten oder was? Was wollte Viv noch gleich? Wintermelone. Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das?
Was wollte Viv noch gleich? Wassermelone? Wintermelone war's. Ja. Welches ist das? Na, hast du es jetzt oder was? Naja, aber es ist doch... Na, hast du es jetzt eingesammelt? Hast du jetzt deine Wintermelone, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Was anderes kann ich nicht anklicken. Da kommt dann was selber. Ja. Winter. Okay. Welt? Ja, dann müsste es jetzt ja, ich habe ja jetzt da noch 1000 Mal hingeklickt, das müsste es jetzt nur gewesen sein, nehme ich mal an. Mit der Wintermelone. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich nicht, wo ich die Wintermelone herkriegen soll. Aber ich gehe mal stark davon aus. So, Vivian. Viv? Meine Stimme. Ja, Halsschmerzen. Ja, ja, Halsschmerzen. Aber gehst den ganzen Abend tanzen? Ja, wer feiern kann, der muss auch arbeiten. So. Ja, kann ich so. Hier für dich. Heiße Suppe. Da fehlt noch Wintermelone. Da schaut noch Wintermelone! Na, wo soll ich denn die Wintermelone herkriegen? Ich war doch in der Küche. Und ich konnte auch keine Wintermelone aussuchen. Nutzt du mich hier. Oh. Habt ihr gesehen? Guck, ich geh zum Gewürzschrank, da fragt die sich, was wollte sie gleich nochmal? Wassermelone? Noch nein, Wintermelone. Wassermelone? Wintermelone war's. Ja. Welches ist das? Vielleicht muss ich sie erst fragen, was Wintermelone ist, und dann findet sie erst im Schrank die Wintermelone, weil sie ja nicht weiß, was das ist. Vielleicht so rum. Weil Gewürze war ja bloß der Gewürzschrank. Oder ich muss ganz woanders her Wintermelone kriegen. Oh, das ist ja hier. Ich will eigentlich Geld finden. Jetzt kümmere ich mich hier um Wintermelone. So, Vivian, pass mal auf. Jetzt reden wir nochmal mit dir. Vielleicht musst du mir erstmal erklären, wie Wintermelone aussieht, dass ich die Wintermelone aus dem Gewürzschrank aus der Küche erstmal holen kann. Obwohl das eigentlich gerade das ist, was mich am wenigsten interessiert hier. Weil ich irgendwie ja bedroht werde. Halsschmerzen. Kannst du mir etwas Suppe geben? So, mal gucken, ob jetzt noch ein Dialog kommt. Bitte. Ja, für dich. Heiße Suppe. Da fehlt noch Wintermelone. Du wirst hier von der Mafia bedroht, du hast hier Geldschulden, dein Mann sitzt im Loch und ich soll für irgendeine schnelle Wintermelone besorgen. Wo ist denn hier Wintermelone? Muss ich ja irgendwo anders hin, oder? Ich guck jetzt nochmal kurz auf die... Noch einmal guck jetzt in die Küche, ob ich hier irgendwas finde. Wenn nicht, muss ich vielleicht irgendwo anders her Wintermelone erstmal... suchen. Ich sehe aber hier auch bloß, das sind Gewürze, Schublade für Kräuter und Gewürze. Gut, Melone ist ja jetzt kein... Gewürz an sich, sondern ja was anderes, aber trotzdem. Was wollte Viv noch gleich? Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das? Sojasauce. Stäbchen. Runde Boxen. Ist hier Wintermelone drinne? Das ist Aufgabe des Lieferservice. Wo soll ich denn jetzt für dich Wintermelone herkriegen? Hat die im Vorratsraum noch? Wo ist das alles bloß in der Küche? Ins Restaurant. Herdtöpfe. Knöpfe. Yep, alles ordnungsgemäß abgeschaltet. Super. Wintermelone, Wintermelone. Muss ich das vielleicht dahin halten? Klappt immer noch nicht. Ich wüsste nicht, wie das zusammengehen sollte.
Oh Mann. Schublade? Wintermelone? Kleine Küchengeräte. Mittlere Schublade? Handtücher und so ein Kram. Und jetzt ist Wintermelone drinne. Nur Geschirr. Wo ist die scheiß Wintermelone? Ich suche hier alles ab. Diese Drecks-Wintermelone. Ihr könnt mir ja mal helfen. Überhitzte Schublade. Das ist aber sowas mag ich, wenn man mal ein bisschen. Obwohl man überhaupt ganz andere Sachen zu tun hat. Braucht man es. Aber irgendwas muss es doch hier hinten sein. Ich verstehe es nicht. Was wollte Wiff noch gleich? Wintermelone. Wassermelone? Wintermelone. Wintermelone war's. Wintermelone war's. Welches ist das? Okay, es wird nicht. Gibt's den Vorratsraum, wo vielleicht noch andere Sorten von Essen ist? Hier, ich weiß nicht, wie deine Wintermelone aussieht. Lampenschirm hat die vielleicht noch. Ein Bild von Wintermelone im Zimmer vielleicht? Aber was weiß ich? Küche. North Beach. Vielleicht irgendwas draußen, vielleicht müssen wir erstmal irgendwo hin Wintermelone holen. Ich gehe nochmal kurz zu ihr. Vielleicht hat die noch im Zimmer irgendwas. Weil dort checke ich es nicht. Ich glaube, wir haben auch alles gesehen, jetzt gefunden. Oder die Wintermelone muss irgendwo versteckt sein, ich weiß es nicht genau. Haben wir ja alles jetzt schon durchsucht. Leerer Topf. Gut, da ist also nichts drin von Wintermelonenzeug. Chinesische Zeitung. Mitgenommenes Radio haben wir auch alles schon gehabt. Lampe. Tja, das werde ich mir mal angucken. Aber ich mache erstmal einen Schnitt. Wir sehen uns nächste Folge wieder und dann suchen wir diese blöde Wintermelone weiter. Ich habe die Schnauze voll. Ja, ihr Lieben, das war die zweite Folge von Let's Play 1954 Alcatraz. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen, auch wenn diese elende Wintermelone gerade uns das Ganze ein bisschen die Stimmung vermiest hat, weil wir eigentlich viel wichtigere Sachen zu tun haben. Wir sind mittlerweile, also es ist viel passiert, Joe ist jetzt im Loch nach einer Schlägerei mit dem anderen Typen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und wir suchen schon nach Hinweisen mit Christine, wir können jetzt Charakter switchen, jetzt sind wir bei unserer Freundin Viv, die irgendeine scheiß Wintermelone will. Wir wissen nicht, was diese blöde Wintermelone ist, obwohl ich die super schnell hergestellt habe. Egal, aber auch sowas gehört zum Spiel und ich freue mich natürlich, dass ihr mit dabei wart. Und ich hoffe, ihr seht jetzt nächste Folge wieder bei Let's Play 1954 Alcatraz. Wenn ihr euch das Ganze gefällt, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich sehr freuen. Bei Facebook teilen würde uns auch sehr weiterhelfen. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr hier oben abonnieren. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play 1954 Alcatraz.